Hallo, meine lieben Ananäschen, und willkommen zurück zu Sweet Amores Beziehungsleben, Episode 3. Wir brechen auf ins Polizeirevier, weil wir Nathaniels Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Denn zuletzt haben wir festgestellt, dass die tolle Idee von Castiel, die Masteraufnahmen mit den Hochladedaten von Dark John zu vergleichen und festzustellen, dass die Masterdaten älter sind. Die Idee hat nicht so wirklich geklappt. Denn seine Masterdaten waren älter. Und wir können uns irgendwie alle nicht so wirklich erklären, wieso das so ist. Aber wir hoffen, dass Nathaniel uns bei der Auflösung des ganzen Themas, dieses Problems helfen kann. Also starten wir jetzt. Wir haben ohne länger zu warten die Tür des Polizeireviers aufgestoßen. Bevor ich jetzt drücke, wir starten mit 18.525 Abi. Nath arbeitet immer bis spät in die Nacht. Er dürfte irgendwo hier sein. Hallo. Hi. Es ist irgendwie schön, ihn zu sehen. Wuli hat darauf bestanden, dass wir zu dir kommen. Es ist vermutlich überflüssig, aber... Nein, sie hatte recht. Ich würde es dir sagen, wenn ich glauben würde, dass es umsonst wäre. Wenn du jetzt mal damit anfangen würdest, mir die Fakten so genau wie möglich zu schildern? Ja, auch wenn mir das schon bis zum Hals raushängt. Castiel hat Nathaniel in einer Kurzfassung alles erzählt. Vom ersten Twitter-Account bis hin zum Scheitern des Videos, um ihren Beschuldiger zu entlarven. Okay, ich glaube, ich verstehe so ungefähr. Ach ja, ich verstehe nämlich überhaupt nichts. Diese Geschichte ist einfach unfassbar. Damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber da du diese Songs nicht kopiert hast. Das stimmt, ja. Bedeutet das, dass dein Beschuldiger der Dieb ist und dass er früher Zugriff auf deine Songs hatte, als du denkst? Bleibt nur noch herauszufinden, wann und wie. Und um das herauszufinden, musst du mir ganz genau erklären, wie dein Ablauf zur Erstellung eines Songs aussieht. Okay. Es wird so richtig analytisch. Okay. Normalerweise, sobald mir eine Melodie einfällt, sobald ich eine Klampfe anrühre. Was ist eine Klampfe? Alle, die dies wissen... Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich könnte es selbst googeln, aber ihr wisst, wie immer bin ich zu faul dafür. Speichere ich die musikalische Phrase ganz schnell auf meinem Handy. Eventuell auch ein paar Begleitungen. Die Qualität ist miserabel, aber damit habe ich wenigstens eine Grundlage und bekomme das Ding aus meinem Kopf raus. Okay, ich verstehe. Blöde Frage. Hat dir nie jemand das Handy gestohlen? Nein, nie. Weder verloren, noch sonst irgendwas in der Art. Alles klar. Also es ist nicht das. Und dann, sobald du diese erste Version hast, danach spiele ich diese Grundlage in der Regel den Bandmitgliedern vor. Entweder gefällt sie ihnen nicht, und das war's, oder sie beißen an und wir beginnen an dem Stück zu arbeiten. Manchmal habe ich ein paar Passagen des Songtexts, aber nicht immer. Alles klar. Wenn du sagst, an dem Stück arbeiten, was soll das genau heißen? Möchtest du wirklich, dass ich dir einen Kurs in musikalischen Arrangements abhalte? Nein, was ich wissen möchte, ist, ob ihr in diesem Stadium bereits etwas aufnehmt. Ja, wenn wir im Studio sind, kommt's vor, dass wir die ersten Ideen aufzeichnen, aber die behalten wir normalerweise nicht. Das hat nichts Professionelles an sich. Erst danach, wenn das Stück erst einmal fertig ist, machen wir uns an die eigentliche Arbeit. Dann nehmen wir dann jedes Instrument einzeln übers Mischpult auf. Das ist die erste Datei. Es kann mehrere Versionen davon geben, aber in diesem Stadium ist es vor allem der Toningenieur, der am Mix feilt. Der Toningenieur? Sobald alles in Ordnung ist, macht er die Datei zur Masteraufnahme, was zur gleichnamigen Datei führt. Zu dem Zeitpunkt sagen wir uns dann, wie genial wir doch sind und dass wir es uns so richtig verdient haben, ein paar Bier zu trinken und uns auszuruhen. Läuft. Das ist so ungefähr alles.
Okay, nun, das erscheint mir recht simpel. Ja, weißt du denn, wer dafür verantwortlich ist? Nein, wir sind hier ja nicht in einem Film von Sherlock Holmes, aber damit kann ich schon mal was anfangen. Das wird ein wenig dauern, viele Überprüfungen und Vergleiche, aber wir sollten etwas daraus schließen können. Okay. Was wirst du denn überprüfen und vergleichen? In erster Linie all jene, die Zugriff aufs Studio haben. Dir ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber dein Business ist kaum abgesichert. Wir sind uns einig, dass die Songs auf dem YouTube-Kanal des Verdächtigen nicht vollendet sind. Oh ja, die sind noch in einem extremen Anfangsstadium. Die ähneln eher deinen Zwischenversionen, die jemand mit bösen Absichten in aller Ruhe hätte klauen können. Es könnte ein Techniker, ein Mitglied einer Band, die in einem anderen Aufnahmeraum aufnimmt oder sonst wer sein. Ich verstehe. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ach, Castiel. Eigentlich bist du schlauer als das. Nur deshalb, weil du nicht auf der Suche nach einem Schuldigen warst, im Gegensatz zu mir. Aber das heißt dann ja, wenn du denkst, dass Dark John 316 ein Dieb ist, sollten die Ermittlungen dann nicht direkt auf ihn gelenkt werden? Nicht unbedingt. Für den Moment funktioniert sein Plan. Er hält sich für unantastbar. Ich würde es dementsprechend bevorzugen, dass wir uns bedeckt halten. Je weniger Misstrauen er hegt, desto einfacher wird er zu erwischen sein. Unser großer Vorteil ist, dass wir 9 Tatbestände für das Verbrechen haben. Die 9 Songs, okay? Also, wenn du mir die Daten geben könntest, an denen du an diesen Songs gearbeitet hast. Die Daten im Sinne von Datum? Sollte es nicht allzu schwierig sein, herauszufinden, wer jedes Mal vor Ort war. Ja, okay, er meint das Datum. Genial, Nate. So gesagt wird das alles so einfach. Ja, deshalb erklären wir in der Regel nicht allzu viel. Aber ich werde mich an die Arbeit machen, kein Problem. Nate, ich schulde dir was, was diese Sache betrifft. Ich halte dich am Laufenden. Schick mir die Daten, an denen du an den Stücken gearbeitet hast, so schnell wie möglich. Danke, Nate. Bis bald. Ich rufe dich morgen an. Ich möchte einfach nur nach Hause. Das wiederum kann ich allerdings verstehen, ja. Mit diesem Abstecher zum Polizeirevier ist es schon ziemlich spät geworden. Ich möchte unbedingt nach Hause. Dieser Tag kommt mir endlos lang vor. Ich habe die Tür durchschritten und dabei einen Seufzer der Zufriedenheit losgelassen. Wir haben es uns ordentlich verdient, endlich nach Hause zu kommen. Ich möchte nur eins tun, mein heutiges Gewand ausziehen, um mir etwas Gemütliches anzuziehen. Mein Gewand. Okay. Ja, dann ziehen wir mal unser Gewand aus. Und suchen uns etwas anderes aus. Oh mein Gott, Leute, wie gerne würde ich jetzt das hier wählen, weil ich ziemlich sicher bin, dass das, was wir damals mal als Pyjama auswählen konnten, so ziemlich dasselbe Design ist. Ich weiß aber, dass wir für das Bild mit Castiel dieses Outfit hier brauchen. Lustigerweise ist es mal wieder das günstigste. Aber ich liebe auch die Socken. Entschuldigung, wie süß sind diese Socken? Okay, dann ziehen wir es mal an. Und haben noch alles andere oben drüber. Großartig. Okay. Dann ziehe ich mich mal um. So, umgezogen und wieder in den Kleiderschrank gegangen, natürlich. Wieso auch nicht? Weiter geht's. Jetzt geht's mir besser. Ich, der ich dachte, dass ich diese ganze Geschichte heute Abend hinter mir lassen würde. Was möchtest du mir sagen? Hä? Was sollte dieser Dialog? Ich verstehe es nicht. Und jetzt habe ich einen geheimnisvollen, versteckten Feind und alles, was ich tun kann, ist abwarten. Ganz ehrlich, es ist, als wären wir Teil eines schlechten Romans. Noch dazu mit Nathan der Hauptrolle. Ja, naja. Zum Glück ist er da. Zumindest hast du einen möglichen Lösungsansatz. Wer hätte gedacht, dass er es wäre? Mein engster Verbündeter in dieser ganzen Geschichte. Tja,
Er war mal dein größter Feind, aber Zack hingegen. Was kommt denn als nächstes? Werden wir nur noch in Anwesenheit seines Anwalts sprechen, solange diese Geschichte nicht geklärt ist? Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Was hat Zack denn gemacht? Hä? Habe ich was verpasst? Also wenn ihr gerade das gleiche Gefühl habt, ich habe nicht mehr gesehen als ihr. Er kennt mich doch, oder? Ach so, weil er ihn verdächtigt hat wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß, also, wie soll ich das sagen? Ich weiß, dass später noch so ein kleiner Konflikt innerhalb der Band auftreten wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon was damit zu tun hat. Aber, ja. Er kennt mich doch, oder? Wir spielen schon seit 5 Jahren zusammen. Er hat mir dutzende Male dabei zugesehen, wie ich komponiert habe. Naja, weißt du, Cass, einige Menschen sind halt trotzdem sehr misstrauisch. Er sollte derjenige sein, der mich am meisten unterstützt. Und stattdessen fragt er mich, ob ich ihm etwas gestehen möchte. Versetz dich doch in seine Lage. Du hast es doch selbst gesagt, was ihn betrifft. Man kennt die Leute nie so wirklich. Ich weiß nicht. Oder er ist dein Freund. Du hast seine Gedanken falsch interpretiert. Er wollte nur sicher gehen. Ich bin mir nicht sicher. Man kennt die Leute nie so wirklich. Also es ist halt so, man guckt den Leuten halt letztendlich trotzdem immer nur vor den Kopf, ne? Wie denn das? Naja, du warst dir sicher, dass er der Erste sein würde, der sich für dich einsetzen würde. Aber stattdessen hat er an dir gezweifelt. Kurz gesagt, habt ihr letzten Endes beide auf dieselbe Art und Weise reagiert. Und außerdem hat er dich auch nicht offen beschuldigt. Er wollte nur auf Nummer sicher gehen. Mhm. Oha, das war aber jetzt sehr gut, okay. Naja, so gesehen hast du recht, nehme ich an. All das muss wirklich aufhören. Und zwar schnell, das nagt gerade ordentlich an mir. Och, Cassie. Wenn das so weitergeht, dann werde ich in 2 Wochen ein Album mit Techno-Mixen unserer Lieder produzieren. Gott, bitte nicht. Bleibt eine Rockband, okay? Ich möchte nicht, dass ihr... Nein, definitiv nicht. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Du hast dich nicht gerade von Grund auf verändert. Also gut, genug über meine Probleme geredet. Mit all dem hatte ich nicht mal Zeit, dich zu fragen. Wie ist es denn heute Morgen mit deinem Bankier gelaufen? Naja, weißt du, nicht sehr gut. Im Grunde genommen habe ich 3 Monate, um das Ruder rumzureißen. Ansonsten heißt es auf Nimmerwiedersehen Cozy Bear. Ernsthaft? Aber das können sie dir doch nicht antun. Du hättest ihn zum Teufel schicken sollen. Leider können wir uns nicht alle solche Freiheiten erlauben, Castiel. Ich bin kein Rockstar, so wie du. Ganz ehrlich, ja, ist schon irgendwie richtig, aber okay. Weißt du, ich bin leider nicht reich genug, um mir das erlauben zu können. Auch wahr. Es tut mir sehr leid, aber... Oder, hey, das nächste Mal schicke ich dich an meiner Stelle zur Verhandlung, wenn du schon so schlau bist. Ich glaube, das ist das Ausgeglichenste, das Harmloseste, was man antworten kann. Weil alles andere zielt so aufs Geld ab, weißt du? Ja, du bist ja der Rockstar und ja, ich habe halt nicht genug Geld dafür, um mir das leisten zu können und sowas. Deswegen nehme ich jetzt das Neutralste, wie gesagt, und... Wenn du schon so tolle Ideen hast, dann mach's doch beim nächsten Mal einfach selbst. Oh, stimmt das? Das wäre mir das reinste Vergnügen.
Dir liegt nicht sonderlich viel an diesem Bankier, sind wir uns da einig? Na, weißt du, eigentlich ist er ziemlich nett. Ich habe immer davon geträumt, einen dieser Anzugträger in die Finger zu bekommen, aber ich habe das Glück, nie mit welchen zu tun zu haben. Du wärst überrascht. Stell dir vor, dass er ein Fan von euch ist. Er hat seine Frau auf einem eurer Konzerte kennengelernt. Also wirklich, die Wege des Rock'n'Roll sind wirklich unergründlich. Ja, das sind sie wohl. Wenn du willst, dass er dich in Ruhe lässt, mach ich ein Privatkonzert für ihn. Schlag's ihm doch vor. Geistlos, wie immer wundervolle Ideen. Naja, wenn es nur an ihm liegen würde, würde er das meiner Meinung nach auf der Stelle annehmen, aber... Leider... Das ganze Problem liegt darin, dass er Vorgesetzte hat. Und sie scheinen nicht so sehr Rock'n'Roller zu sein wie er. Zu schade auch. Manchmal vergesse ich, in welch unterschiedlichen Welten er und ich leben. Oh, das ist aber so schlimm. Also... Ich meine, er hatte ja schon mal angeboten, uns finanziell zu unterstützen. Und ich verstehe auch, dass wir das nicht annehmen wollen, weil das halt wirklich... Ja. Wie soll man das sagen? Schwierig ist? Wir sind halt nun mal nicht verheiratet. Und ich glaube, wir haben auch kein gemeinsames Konto oder so. Und wenn, sollte ja man... Ich weiß nicht. Sowas kann eine Beziehung halt belasten. Es gibt viele, viele Beziehungen, die durch Geld belastet werden. Es ist halt nun mal leider wahr, dass Geld die Welt regiert. Ich denke, da sind wir uns ziemlich einig. Wenn man Geld hat, hat man automatisch auch Macht. Wenn man Geld hat, kann man so ziemlich alles machen, was man will. Wenn man keins hat, steht man da. Wenn man von jemandem, der einem etwas bedeutet, Geld borgt und es ihm dann aus welchen Gründen auch immer nicht zurückzahlen kann, auch wenn er es vielleicht nicht will, dann kann das durchaus einen Konflikt hervorrufen. Und selbst wenn dieser Konflikt in einem selbst drin ist, es ist trotzdem ein Konflikt, den man nicht so leicht überwindet. Und ja, also ich verstehe unsere Sue schon. Es sind schon unterschiedliche Welten. Also man muss sich nur mal vor Augen führen, ja, er hat gerade auch Probleme, okay, aber letztendlich hat er trotzdem Geld. Er hat trotzdem sehr viel Geld verdient und er wird wahrscheinlich auch trotzdem weiterhin sehr viel Geld verdienen. Und wir stehen gerade vor unserem Abgrund, weil... wir noch 3 Monate haben, um unser Business zu sichern. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Kennt ihr vielleicht auch Beziehungen, die durch Geld in die Brüche gegangen sind? Ich habe 2 solcher Fälle in meiner Familie und deswegen weiß ich, dass unabhängig der Liebe zwischen Partnern durchaus auch Geld dicker sein kann als Blut. Naja, solange wir uns immer wieder finden, soll es mir recht sein. Na gut, da wir beide einen Tag hart hinter uns haben, ja klar. Da wir beide einen harten Tag hinter uns haben, den wir am liebsten vergessen würden, was hältst du davon, wenn wir uns etwas Leckeres zum Essen bestellen und wir ganz einfach nur chillen? Das erscheint mir hervorragend. Und während der Lieferant sich zu schaffen macht? Hä? Sich an etwas zu schaffen machen? Der Kontext ist irgendwie, das passt nicht. Okay, und während der Lieferant sich auf den Weg begibt, weiß ich, glaube ich, was du brauchst. Leg dich aufs Bett, ich komme gleich. Oha, okay. Er hat zur Abwechslung mal auf mich gehört, ohne eine Diskussion anzufangen. Er muss wirklich müde sein.
Ah, okay. Er hat die Massage, die ich ihm gegeben habe, gemacht. Eine Massage machen. Was sind das für seltsame Übersetzungen? Er hat die Massage, die ich ihm gegeben habe, umso mehr genossen. Oh. Das ist tatsächlich ein sehr nettes Bild. Was machen die Rorschachbilder da hinten eigentlich? Mir ist noch nie aufgefallen, dass das Rorschachbilder sind. Okay, also ich mag das Bild. Ja, doch. Bin ich zufrieden mit. Finde ich cool. Massiert er uns dann wenigstens auch? Ja, okay. Gleich anschließend hat er mich auch massiert. Das haben wir wirklich gebraucht, alle beide. An diesem Abend hat es nicht sehr lange gedauert, bis wir eingeschlafen sind. Man muss schon sagen, dass das, was noch auf uns zukommt, anstrengend zu werden verspricht. Castiel wird diese Krise handhaben müssen und ich muss einen Weg finden, um das Cozy Bear zu retten. Okay. Oh, wir dürfen bewerten. Okay. Die Story war wirklich sehr pikant. Sagen wir pikant. Die Illustration mag ich wirklich gerne. Das Outfit ist auch. Ja, es ist jetzt. Also, es besteht aus drei Teilen. Ne? Also, das ist dieses kleidartige Oberteil. Das sind die Socken und die Ohrringe, glaube ich. Ist okay. Ist jetzt kein Highlight, aber es ist okay. Die Socken sind schon süß, aber. Die Momente mit Castiel sind tatsächlich etwas kurz gekommen. Also wenn man mit Momenten wirklich romantische Momente verbindet. Die Spielperformance war super. Und wie immer dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Episode bewerten würdet. Und wir beenden Episode 3 Bad Buzz mit 18.436 AP, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.